Ich gebe euch heute einen Überblick über den Halicoeris radiatus, den sogenannten Gelbstreifen-Lippfisch. Laut Mercus Meerwasseratlas Band 1 kommt dieser Fisch in der Karibik und im westlichen Atlantik vor, von den Bermudas bis Brasilien. Und ihr seht jetzt ein Bild auf dem Bildschirm, was ich bei mir im Aquarium gemacht hatte. Diesen Fisch hatte ich circa 6 Monate zu dem Zeitpunkt, hatte ich als 4-5 cm kleinen Fisch eingesetzt, bei meinem lokalen Meerwasserhändler gekauft, gleiche Form, Verhalten, alles wie alle anderen Halicoeris chrysos, dieser Kanarienlippfisch etc. Ich habe zum ersten Mal, wie ich es bei einem anderen Video schon erklärt hatte, nicht gegoogelt, habe den Fisch gekauft, tolle Zeichnung, sah ein bisschen aus und meine Kinder haben immer gesagt, wie ein Pinzettfisch als Lippfisch, weil er wirklich als kleiner Fisch in seiner Jugend, in der Juvenilzeichnung, auf der Rückenflosse, sage ich mal, auch einen schwarzen Punktkreis hatte. Und er verändert aber im Laufe seines Alters oder Älterwerdens ziemlich gut oder stark die Färbung. Er wächst massiv schnell, isst sehr viel, ist wirklich andauernd auf der Jagd nach Schnecken, wälzt sich durch den Bodengrund auch tagtäglich und holt dort kleinste Schnecken, auch größere Schnecken wie Nassarius-Schnecken und so weiter aus dem Sand. Frisst die, also ich habe eine recht dezimierte Schneckenpopulation gehabt mit diesem Fisch. Sieht wunderschön aus, je älter er wird, kommen diese schönen Blaustreifen etc. schön zur Geltung. Wie ihr es auf dem Bild seht, werden mehrere Stellen von der Körperzeichnung dann schwarz, kriegt mehrere schwarze Streifen. Dieser Fisch hat bei mir alles gefressen, alle möglichen Sorten Trockenfutter, alle möglichen Sorten Frostfutter. Was mich ein bisschen genervt hat, wenn ich Algenblätter ins Becken gehängt habe, hat er sehr, für die Doktorfische als Beispiel, hat er sehr gerne dann einfach die Algen zerfleddert und rumtreiben lassen. Also hat dann auch, je älter er wurde, ein paar kleine Uneigenarten an den Tag gelegt. Hat bei mir nie irgendwelche Putzergarnelen, Delibriusgarnelen etc. Gejagt oder ist sie nicht angegangen. Auch diese Spinnen, diese Mitrax-Krabben, hat er in Frieden gelassen bisher. Aber eben massiv schnell gewachsen. Das heißt, dieser Fisch ist wirklich für ein Becken, vor allem ein Becken wie meins, mit 500 bis 600 Liter, überhaupt nicht geeignet, wenn er größer wird. Also hätte ich es vornherein gewusst, hätte ich niemals in das Becken gesetzt. Zum Glück hat mein lokaler Händler den Fisch übernommen. Sehr schade, weil er wunderschön ist, aber bevor er zu groß würde, oder würde, wie auch immer, habe ich ihn rausgefangen, Händler gegeben, sodass er hoffentlich ein gutes, großes Zuhause findet. Was mir noch wichtig ist zu erwähnen, wie ich den Fisch gefangen habe. Das ist ein Lippfisch, der einen Sandboden braucht. Zu feinen Sandboden habe ich nicht wirklich, aber auch die Lippfische graben sich bei mir sehr gut in den Boden ein. Das heißt, ich habe darauf gewartet, bis der Fisch sich eingegraben hat. Ich habe mit einem Handy, Tablet, was auch immer, Kamera zur Hand habe, gefilmt, wo er sich ganz genau eingräbt. Ich habe ihn 1-2 Stunden Zeit gelassen, zur Ruhe zu kommen. Als das Licht im Becken aus war, ich habe ganz leichte Hintergrundbeleuchtung im Wohnzimmer angemacht, wo das Becken steht. Bin in den Sandboden rein mit, ich weiß, es ist nicht optimal, aber es ging nicht anders von der Stelle, wo er war, mit einem Netz, einem großen. Habe ihn mit ein bisschen Sand ins Netz gefangen, direkt in den Behälter, über Nacht Ausströmstrahlen rein, Sand ein bisschen aufgefüllt, dass er sich eingraben kann, nächsten Tag zum Händler gebracht. Hat reibungslos, ohne Probleme funktioniert. Mit der Fischfalle, Aquamedic Fischfalle, wo ich meinen Palettendoktor gefangen hatte vor einer Weile, ist er wie der Palettendoktor, sind die beiden nicht in die Falle gegangen. Also den habe ich auch mit Futter nicht gut reinlocken können. Das hätte, denke ich, sehr, sehr lange gedauert, bis ich es geschafft hätte. Also wenn ihr einen guten Platz habt, wo eure Lippfische, zumindest die im Sand, sich vergraben, schlafen, dann habt ihr auch gute Chancen, mit einem Netz, besser aber mit einem Becher, den Fisch zu fangen. Vor allem, wenn sie dann schlafen sind und schon zur Ruhe gekommen sind, dann sind sie langsamer. Selbst wenn sie euch kurz entwischen sollten, bin ich mir sicher, sieht man direkt, wo sie sich wieder eingraben und kann dann einen zweiten Anlauf machen. Wenn es dann nicht schafft, brecht ab, gebt ihnen ein paar Tage Zeit, dass ihr nicht unnötig Stress verursacht. Nochmal zusammengefasst, sensationeller, toller Fisch, selten im Handel, zu Recht, weil er riesengroß werden kann, mit fast 50 cm steht in manchen Büchern, also auch im Mergus Meerwasseratlas steht, sie können eine enorme Größe erreichen und ein Aquarium regelrecht sprengen.
Also überlegt zwei, dreimal. Ich denke schon immer 3-4 Meter Becken, was kaum einer zu Hause hat, um so einen Fisch überhaupt halten zu können. Dann lass die Finger davon. Die Fische gehören eigentlich nicht mal in Handel, meiner Meinung nach. Und macht nicht einen Fehler wie ich. Wenn ihr Fische kauft, auch von Händlern, die ihr gut kennt, sie können auch nicht immer alles wissen. Schaut nach, Meerwasserlexikon, wo auch immer, und erkundigt euch über den Fisch, bevor ihr ihn kauft. Ansonsten ist es sehr schwierig, oft eben Fische in einem eingefahrenen Becken etc. rauszufangen. Das bringt immer nur Stress für alle Bewohner, für das Tier vor allem. Kann ich nur von abraten.